Ich hoffe, dass ich hier überhaupt rauskomme. Ja. Nee, Oh, die gleich. haben uns ja hier auch schon am Sunny Ja, ja. festgecampt. Ja. Wenn ich jetzt gleich die Masse rankomme, dann sind wir weg. Ja. Und so ich auch wieder weg. 100% haben wir nur noch. Die waren aus 30 und die TR 36. Gut, die Crown greifen wir auch an, oder? Ne, die waren nee, das machen die Warnus. Glücklicherweise nicht. Ja, die sollen sich da ruhig die Zähne ausbeißen. Jawohl, durch die Ding ist nicht mehr so hart. Als Wobei ich es gut finde, wenn die Warnus jetzt hat, den noch Felsen wegnehmen, weil dann können wir vielleicht auf den Unentschieden plädieren. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen zurückhalten und in den letzten Minuten pushen, dann können wir sogar den Sieg noch ziehen. Weil die beachten uns gerade beide eigentlich nicht, die sind so miteinander beschäftigt. Was mich hier wieder aufregt, ist diese Verstärkerstation. Das ist jedes Mal das gleiche Theater. Ja, das ist halt Third Farm. Die ganzen Maxes, ja. Was hier rumrennen immer. Irgendwo rennt da hinten noch einer rum von denen. Das finde ich gar nicht lustig. Versuch mal, ob du es durchkriegst, dass wir Verstärkung auf Seabed bekommen würden, ja, irgendwie über Command Channel. Ja. Scheiße. Muss ich noch... jetzt habe ich das Offensivzeichen so gesetzt, damit es unter dem Timer ist. Das ist natürlich schlecht. Ja, aber der Timer läuft wieder. Lass Seabed gehen, das hier ist Schwachsinn. Seabed ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ja. Plus die Terraner, die gehen jetzt natürlich auch sehr stark auf. Ich komme gleich rüber, ich mache gerade noch das Leben fertig. Ja, das Problem ist, ich kann bei der HK South on Post nicht so leicht spawnen. Mist, scheiß Schutzschild. Jetzt haben wir Spion rüber und versucht das Fahrzeugterminal zu hacken, dass wir hier Sandy ziehen können. Oh, leer. So, jetzt muss ich aber zurück. Spion hier an der vordersten Front zu stehen, ist auch immer Käse. Außer man kann's. Ja, aber wenn sie sich überrennen, nicht. Kannst du noch so gut auf Spiel und sein. Nee, wenn du Hot Headshots gibst, dann machst du die trotzdem weg. Aber da musst du dann halt echt gut sein. Ich bin gut. Ah, oh, geil, jetzt schießt mich wieder ein Verbündeter an und darum sterbe ich. Weil ich dadurch sichtbar wurde, dass mich ein Verbündeter anballert. Scheiße, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ja gut, was willst du denn als Spion gegen einen Heavy machen? Mit der Pistole. Im Nahkampf. Naja, zwei Stück habe ich geholt. Also Seabed. Mhm. Ja. Ist es immer noch dein Sandy, wo das steht? Nein. Ein anderer. Versuch jetzt ans Fahrzeugterminal zu kommen, wenn du sagst. Tarnsanderer. Mit Tarnfeld sogar, wie geil ist das denn? Ja, die Tarnsanderer haben immer ein Tarnfeld, oder? Nee, er ist ab Level 4. So wie ich es übersetzt habe, müssten sie erst ab Level 4 der Tarnung kriegen sie ein Tarnfeld drumherum. Sonst sind sie nur so getarnt und ab 4 kann tarnen sie auch nebenbei noch. Und ist tot. Ist es ein, was für ein Sandro ist es, der da steht? Ist es jetzt ein Tarn-Sandro? Ja, das ist ein Tarn-Sandro. Dann hole ich ihn so ein Battle-Sandro. Die hätten lieber, weil ich Tarnung auf neue Panzer oder so irgendwas sich konzentrieren sollen, als auf die Tarnung von dem Sandy. Oh, ich soll den Lightning tarnen. Also, ich habe jetzt im Command-Channel da mal angefragt. Okay, wir haben den Fahrzeugspawn gehackt. Ich ziehe jetzt gleich mal ein. Einsatzschild, Sandy. Okay. Wir haben sie jetzt auch auf den Spawn bekämpft, also... Dann hole ich von der HK Saufer einen Vanguard. Machen wir Absicherung. Ja, das wäre das Beste, glaube ich, gerade momentan. Hat das Gunner mit? Aber wir kommen hier gerade echt gut verstärkt. Ja, ich glaube, die Base müssen wir haben, wenn sie jetzt hier haben wir gleich. Nein, haben tun wir die noch lange nicht. Wir haben gerade auch ein Problem hier bei Southern Post. Kommen Sie da raus? Stehen jetzt stark unter Angriff.
hoffe, dass ich hier überhaupt rauskomme. Alter, wie hat der mich gesehen? Ich habe nicht mal geschossen. Scheiße, ist nicht, aber richtig am hart am an der Wand laufen. Ich habe ja nicht mal geschossen. Aber gut, wir haben noch 3 Minuten, das stimmt. Da könnte ein bisschen schwerer werden, als ich gehofft habe. Ja, ich werde hier auch drauf gehen, ich komme im Panzer ja nicht raus. Keine Chance. So. Was? Die springen jetzt schon, mein Sandy schon down, was auch immer ihn zerlegt hat. Einsatzschild, Sandy steht 10 Sekunden da oder so, fährt einmal Schild hoch, auf einmal bam 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 weg. Kein Schuss gesehen, nichts, explodiert einfach. Ja, es, ja gut, manche Waffen wurden geändert, aber meistens die Streuung wurde geändert bei vielen. Ein paar Prozente, aber nicht viel. Aber dass irgendwelche stärker, schwächer geworden sind, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, okay. Überall Bouncing Bettys liegen haben. Ja, das ist dann ein anderes Thema. Das ist auch geil, wir haben den ganzen A-Punkt mit Bouncing Bettys gesaved. Ja, aber gut, wenn okay. Eine hochgeht, gehen die ja noch mit hoch. Nein, nein, die liegen alle so weit auseinander, dass ja, die eine die andere nicht mitspringt. Das habe ich nämlich das Glück gehabt. Hier. Wir müssen bloß schnell handeln, wenn wir jetzt die Base wirklich einnehmen sollten, müssen wir gleich rüberspringen zum Southern Post. Wir werden es wahrscheinlich verlieren. Das sieht jetzt gerade nicht gut aus. Ich weiß. Jawohl, noch gekriegt. Wie lange ist denn der Timer? Der hat ja dort erst begonnen mit 2 Minuten, glaube ich, irgendwas. Das Problem ist, dass sie verdammt viel Fahrzeuge haben. Fuck. Weißt, wenn, dann müssen wir hier sofort Panzer ziehen hier. Und das wieder alles räumen, so gut wie möglich. Das ist an die Tech Max. Eine Minute vier. Also müssen, welche Base? Müsst man halten können. Danach, was ist, haben wir hier neben dran? Der Hacker Sausern, oder? Ja, genau, richtig, ja. Also wurden wir wieder aus der Base rausgedrückt drüben. Ja, noch nicht, aber oder jetzt vielleicht gerade, aber dadurch, dass sie sehr viele Fahrzeuge haben. Ich habe als erstes Sorgen gehabt. Na, da kommen sie ja schon. Seht ihr, die kommen gerade. Ja, wir müssen jetzt nicht nur zum, yep. Ja, nicht nur zum Spawn Room sichern, sondern wir müssen auch in die andere Richtung sichern. Ja, aber und das nicht so knapp. Ein Sandy, ein Brawler. Aber in 30 Sekunden. Und ein Lightning und ein Harry sehe ich von hier oben. Okay, wenn sie das jetzt machen, dann Respekt. 25. Harry kommt zum A-Punkt. Okay, der schafft nur noch nicht, zurückziehen, ja. Nur noch zurückziehen. Der Dinger brennt auch schon. Ah ne, er qualmt nur stark. Also wir dürften es haben. 7 Sekunden, das machen sie nicht mehr, egal was sie jetzt bringen. Ne, die haben unten nicht geschafft, richtig aufzubauen. Gut. Okay. Unseres A-Punkt sichern, das Haus sichern. Ja, da haben wir noch 4 Minuten. 2 Minuten meine ich. Es sollte aber gehen mit einem Big Push, ja, der HK 2 Minuten. Aber ich glaube, ja, der Timer läuft sogar beim Fahrzeugterminal bitte. Und nur Panzer ziehen. Jo. Nee, ich bin schon im Spawn Room drüben. Okay. Ich habe den Lightning. Lightning mit Panzerabwehr. Ja, mache ich. Ja, okay, hier ist gerade echt heftig. Ja, wir kommen rüber. Sehr viele Sanderer stehen in der Base verteilt. Ja. Gut, dann sammeln Double wir unsere Theory. Kräfte aber erstmal. Ja, okay. Kugel, Minute 39. Jo, jo. Okay, also kommen wir rücken schon ein bisschen vor. Ja, komm, 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 da kommt ein Harry. Machen wir den Harry? Ja. Ja, was soll's. Nee, scheiß auf den Harry. Ja, komm, weiter, go, go, wir müssen rüber. Der Harry haut eh ab. Lightning rechts vorne. Ja, schon gesehen. Noch nicht drauf schießen, noch kurz warten. Ja, wir müssen erst näher ran. Ja, genau, wenn er uns noch nicht bemerkt hat. Und Vorsicht auf der Straße, wegen Minen oder sowas, der keine Sicht hat. Ja, okay. Baker hat den Medic bei, Searched. Ist Andy vor uns? Vor mir? Feuer? Ja. Ich komme jetzt auch von hinten. Gut. Mit einem PB, weil aus dem Spawn Room ist unmöglich. Aktuell. Jetzt haben wir gerade 32, 33, 33. Nächster Sandy kommt, Vorsicht. Die Base wieder weg, dann sind wir wieder hinten. Aktuell haben wir einen Gleichstand. Nein! So ganz schön in den Hexenkessel gekommen, ne? Ja, ein Kessel ist da zum Fleisch sogar. So. Im Kessel wäre das Fleisch schön zart gemacht. Der Sandy ist weg. Und dann haben wir noch. Kugelente lebt noch. Ach du Scheiße.